Möchte auch noch mal ganz kurz sagen, was für ein Geschenk das ist, wenn da jetzt wirklich aufgeräumt wird, wenn das aufhört mit der Pädophilie, mit diesem Kinderhandel und mit eben noch schlimmeren, noch dunkleren Dingen, die da wirklich abgelaufen sein sollen. Also hier gibt es beispielsweise Reichstag, Stuttgart 21 und BER, geheimer Untergrund, Area 51, Kinderhandel. Das wollte ich jetzt doch noch mal kurz anbringen. Das ist etwas, was mich auch wirklich enorm mitgenommen hatte. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben all das wirklich ans Licht kommt und dass das zukünftig nicht mehr geben wird, das ist doch auch schon mal so ein Geschenk für die Menschheit. Und wenn man auch sieht, wie lebendig und wie schön die Natur sich auch jetzt irgendwie gesundend entwickelt hat, jenseits von diesen Bäumefällen, was ich da vorhin erwähnt habe, natürlich von solchen schlimmen egomanischen Eingriffen da immer noch. Und die Delfine kommen in die Häfen, das ist ja wirklich auch ziemlich bald passiert. Ja, einfach rational betrachtet, weil da nicht mehr so viele Schiffe waren, weil der Platz da war. Aber Delfine sind auch energetisch, bringen die wirklich ganz viel mit. Den Kontext gibt es auch noch. Und das sind auch alles so im Kleinen wie im Großen doch auch schon wirklich der Prozess läuft. Ganz, ganz erfreuliche Dinge, die man auch nicht aus den Augen verlieren darf, auf die man schauen darf und dann eben einfach wirklich richtig schön in der Hoffnung bleiben. Ja.